Herzlich willkommen zur nächsten Runde oder Fahrt mit dem Eurotruck Simulator 2 im Multiplayer. Und Multiplayer heißt immer, ich spiele mit jemand anders und dieser jemand anders ist heute mal wieder der liebe Shadow Skulls. Hi. Schönen guten Tag. Jawohl. So, wir brauchen einen Job. Oh. Ich Ja, weiß mal, und wollen wir noch kurz sagen, wo wir wieder sind, nachdem ich fast in England war? Ja. Hat mir der liebe Shadow nämlich gesagt, dass er auf einmal Nürnberg ist, sondern starten wir jetzt halt in Nürnberg. Jo, als erstes suchen wir uns mal einen Händler. Jo. Du meinst einen Jobmaster? Ja, genau. So, wir haben Autos gewechselt. Ich bin wieder mit meinem Scania unterwegs und du mit deinem Volvo. Ja. Alter, das war knapp. Ja, da ist eine rote Ampel, die kann ich nicht einfach so überfahren. Kostet nur 350. Ach so, dann sag das doch gleich. Ja, also. Das kostet gar nichts. Stimmt, ich glaube, wenn du vorher noch bremst und dann, ja. Oh, ich habe hier gerade noch das Navi drin mit 1200 Kilometern nach Felixstowe. Ach, scheiße, das ist ein Arbeitsamt. No collision area. Oh, ja, aber hinter mir kommt einer, glaube ich. Verpiss dich. So, Warnblinker an. Warte, ich fahr vor. Okay. Und wenn man Gang einlegt. Oh, der ist fies hier, der Eingang. Wer? Wo bist du gerade? Ach, da Ich bist bin du, einfach die okay. Straße weiter runtergefahren quasi. Oh, da habe ich nur einen einzigen Job. Das könnte schwierig werden. Gucken, was du da hast. Oh, du musst ein Stück weiter vorfahren, ich fahre in dich herein. Ist hier nicht mit No Collision? Noch nicht. Okay. So, wir müssen quasi einmal umdrehen. Ja, und das ist halt der Nachteil, wenn du dann auch noch einen Hänger hast, bist du halt bei Weitem länger und es ist weitaus schwieriger. Ja, man muss halt einfach ein bisschen mitdenken und dann passt das und dann. So, Ah, noch ein Stückchen. Also, ich habe gar keinen Job. ich habe nur Salzburg. Dann fahren wir zur nächsten Firma. Jo, du fährst vor, ich fahr zurück. Jo. Oh, ich weiß, wo wir hinfahren. Sehr gut. Wenigstens einer mit Plan. Jo. So, da habe ich ein bisschen mehr. Jo, ich auch. Von Nürnberg nach Aalborg. Ich habe, ja, machen wir weiter. Von Nürnberg nach Lublin. Nach Malmö. Und nach Dresden. Also, pass mal auf. Wo ist denn Malmö? Da kann ich nicht mitarbeiten. Also Dresden wäre mir eigentlich am liebsten, das ist der kürzeste. Ja, ich habe Oslo, Bergen, Tschechien und Dresden. Dresden hast du auch, ne? Ja klar, dann fahren wir nach Dresden. Nehmen wir Dresden. Steckst einen Finger in Po und Dresden! Dresden. Aber wir haben hier Technologie, wir brauchen keine Finger. Richtig. Technology. Techno auf seinen Synthesizer. Synthesizer. Oh, der war, glaube ich, ein bisschen spät jetzt eingelenkt. Naja, fahren wir lieber schnell ein Stück vor. Die Steuerung hier verzeiht einem das ja. So. Ich fahr los. Warte. Wie, warte? Musst du noch ankuppeln? Nee, ich bin schon am rausfahren. Ja, ich sehe es. Ich Ach fahre dir so. hinterher. So, schauen wir mal. Was transportieren wir denn heute? Äpfel 20 Tonnen. 20 Tonnen! Ich habe Wuhu! Karotten. Ach, sehr grün. Kann man wohl mal fahren. Ich werde jetzt beinahe in dich reingedödelt. Ja, kennst du, ne? Ja, weil ich hatte nicht gesehen, dass du da stehst, bis ich auf Kurs war. Ja, geht mir auch oft so. Blinker aus. Blinker links, blinke ich links. Blinker rechts, blinke rechts. Bei der Warnblinkanlage müssen zwei Leute gucken, weil da blinken beide gleichzeitig. Nein! Ach komm! Du standest nicht komplett, das ist voll Ich unfair. weiß. Na komm schon, zieh!
Wie viele Tonnen hast du? 20. Ich hab 17. Aber ich kann auch einfach nach rechts rüber. Kannst du machen. Aber dann kriegst du ja auch Schaden. Mir ist das total Rille. Oh, ja. Scheiße, du hast die Innenkurve? Das LKW-Rennen nach Dresden, jawohl. Ja. Ja, heute mal eine ganz andere Folge. Ja, aber jetzt kommst du ran, weil jetzt geht's 60. So, nee, die Ampel ist rot, ja, ne? Ich sehe dich interessiert genauso wie mich. Jawohl, die Ampel ist rot. Bremst einer? Nee, dann bremse ich auch nicht. So, ich sehe schon, dass wir Unfälle bauen, allein deswegen, weil wir uns jetzt hier gegenseitig racen. Das ist eigentlich kackegal, glaube ich. Ja. Ich sehe es im Rückspiegel. Ich sehe es im Rückspiegel, was du da machst, deine Wildtour da durch die Städte, Alter. Ich sehe nur, wie du da wie so ein riesen Lindwurm da über die Steppe hüpfst. Das sah so geil aus. Oh, bitte, das muss ich noch abfilmen und dir morgen in der Arbeit zeigen, ey. Richtig, ja, vom, gut. Vom Gefühl her, das war so ein Gefühl der Freiheit, wo ich nichts machen konnte. So sah es auch aus. Ich dachte mir, was macht er denn jetzt, wenn er an mir vorbeiziehen? Auf einmal fährt er voll in die Grassteppe rein, ey. Ah, ja. Ich hab's ja beschworen. Ich habe ja gesagt, es wird so kommen. Ja, durchaus. 2% Schaden hat mich das gekostet, aber. Ja, das sah egal. Cool aus. Und frei nach dem Motto, alles für die Show, ist es ja gut so. Richtig, alles für die Show. Kannst du wenigstens mal kurz warten, dass ich dich zumindest sehe? Ich fahre langsamer, ja? Alles gut. Ich schleiche nämlich immer noch mit 90 durch die Gegend. Die 20 Tonnen, die merkst du schon ganz schön. Oh Scheiße, wie konnte ich denn mein Display im Laster umschalten? Was war denn das für ein Knopf? Oh, das weiß ich nicht. Hm. Bist du das, der da steht? Nee, oder? Nee. Aber dann bist du gar nicht mehr so weit weg. Na, ich sehe ja den Punkt, du bist gerade in der Linkskurve. Ja, genau. Ach ja. Ja, hat schon mal ganz gut begonnen, aber jetzt auf der Autobahn ist natürlich ein bisschen langweilig. Auf der Landstraße ist natürlich um einiges besser. Ja. Aber ich denke mal so 200 Kilometer vor Dresden, da gibt es eh keine Autobahn. Da können wir dann ein bisschen... Naja. So, jetzt kriegst du wieder Daumen runter. Mensch. Ach, das ist mir doch kackegal. Es ist doch so, jedes Mal, wenn ich in den Osten fahre, muss ich eine Stunde mehr einplanen, weil es da keine Autobahn gibt, sondern nur Landstraßen. Ja, das ist wahrlich so. Und da braucht mir jetzt keiner kommen mit, das ist nix da. Ich mach's ja oft genug mit. Das ist seine Meinung. Was ihm darf er die haben. Eben. Ja. Wer mir meine Meinung verbietet, dem breche ich das Gesicht. So. Richtig. Frei nach Rocket League. Ja, genau. Oh, hier haben wir auch wieder so einen Mittelspurfahrer. Oh, Entschuldige, warte, ich fahr schon drüber. Nee, nicht du. Vor mir einer. Also. Ist der langsamer oder schneller wie du? Ich weiß nicht, ob ich langsam rankomme oder nicht. Wenn, dann ganz langsam nur. Dieses Real Life 1,037 km/h schneller als der zweite und linke Spuren vorbeibrechen. Ja, nee, ich glaube, der ist genauso schnell wie ich. Naja, 110. Ja. Wie gesagt, die Geschwindigkeitsdinge, wenn sie aufheben würden, dann wird hier einiges anders laufen. Also dann wäre das ja nicht dein erster Crash heute gewesen, denke ich. Doch. Also ich schlage mich eigentlich ganz gut dafür, dass ich fahre wie ein Idiot. Wow, ups. Schon wieder umgefallen? Nein, falsche Spur. Wow. Wie geht das? Was denn? Also, ich habe mich gerade so ein bisschen krass aufgeschaukelt, wo ich wieder... Also, da war die Mittelleitplanke war weg. Und ich habe gerade woanders hingeguckt, guckt nach vorne und war auf der anderen Spur. Da habe ich nach rechts gezogen, dass ich noch, bevor die Leitplanke kommt, rüberkomme. Und dann hat er sich aufgeschaukelt, da bin ich jetzt so ein bisschen auf zwei Rädern hin und her geschaukelt. Ja, bei dir wollen sie ja was zu sehen bekommen, deswegen... Nee, das war jetzt... Also, ich hatte jetzt so einen kurzen Kackstift in der Hose, dass ich ihn hinlege. Alles vor the show. Ja. Und die guten Äpfel wären dann Apfelkompott geworden. Genau. Ja, ich werde dich wohl nicht mehr einholen.
Ja, ich bremse auch nicht mehr. Nicht für dich und nicht für irgendeinen anderen. Richtig. So, Dann fahren wir Sekunde. Tarismo. Tarismo? Ja. Okay, Aufnahme läuft. Nur mal kontrolliert gerade. Fetten Bagger hinten drauf. Will mir aber auch keinen Platz machen, glaube ich. Hub ihn an und Standstreifen vorbei. Nee. Real life, Junge. Linke Spur, aber ich komme nicht vorbei. Das ist echt wie in echt. Also jetzt. Jetzt Ja, langsam unsicher. in Nürnberg haben wir angefangen zu überholen. Jetzt sind wir kurz vor Hamburg. Wir können schon fast die hinterste Achse sehen. Ungefähr so, ja. Reizt es dich da nicht auch manchmal, auf den Standstreifen zu fahren und einfach vorbeizupacen? Oh ja. Wenn es nicht so irre verboten wäre, ne? Naja, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Musst nur die Nummernschilder abnehmen. Was ja natürlich viel legaler ist. Naja, wenn ich drauf einer anspricht, dann, hä, wie ist nicht dran? Ne? Ja, das habe ich ja dann verloren, scheiße. Ist genauso wie mit einem kaputten Licht. Da darf man auch nie sagen, ja, weiß ich schon. Ja, genau. Ja, das habe ich schon seit letzter Woche. Aber ich habe ja noch eins auf der anderen Seite. Richtig. Boah, ich muss bei mir auch jetzt eine Leuchtmittel wechseln. Da muss ich den ganzen Scheinwerfer ausbauen. Das hat mich Uiuiui. so abgenervt. Ja, bei ganz blöden Dingen darfst du ja den halben Motorraum noch zerlegen, dass du da rankommst, Ja, ne? nee. Ich habe erst überlegt, ob ich den Kühlflüssigkeitsbehälter einfach abschraube und zur Seite lege oder ob ich wirklich den Scheinwerfer ausbaue. Und da ich einfach mal sehen wollte, wie das mit dem Scheinwerferausbau klappt, ob die Anleitung ganz gut ist, habe ich das gemacht. Und es hat auch funktioniert. Die Anleitung. Naja, im Internet hat halt einer so eine mit Bildern, wo man am besten anhebt und so. Ah. Ja. Ja. Muss man ein bisschen rabiater sein, aber pff, das ist mir bei dem Auto mittlerweile auch egal. Setzen Sie hier einen 25er Schlüssel an und geben Sie leichten Druck darauf. Der Hebel wird es Ungefähr schon richten. 100 Newtonmeter Druck. So, jetzt muss ich natürlich auch noch für unsere jüngeren Zuschauer erklären, was ein Newtonmeter ist. Oh Gott, das ist die Kraft pro Fläche. Ich glaube, du musst erklären, was ein Newtonmeter ist. Kraft mal Hebelarm, nicht Fläche. Sag ich doch. Das entspricht ungefähr, wie war das? Ich glaube, einen Kilogramm Druck, also Gewicht, ein Kilogramm auf einen Meter Armlänge. Das ist ein Newtonmeter, wenn ich mich ja jetzt nicht eich täusche. Ried, 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 ried. Hast du die Grillen? Zirp, zirp, zirp. Nö, ich pace gerade an. Ist bei dir schon Nacht? Wie weit bist du vorne weg? Ich strafe dich mit Schweigen. Fick dich. Fick dich. Ja, ihr Leertaste, seht's. Leertaste. Ja. Als Spast. 10-4. Willst du den ultimativen Eurotruck-Simulator-Cheat mal ausprobieren? Dann drück mal doppelt Alt F4, bitte. Doppelt Alt F4. Mhm. Passiert ja gar nichts. Ich probiere es jetzt nicht aus, um zu gucken, ob wirklich nichts passiert. Klick, klick. Mutzi ist offline. Nein! Genatzt. Aber zurück ausgetrickst. Durchaus. Blöd darfst du schon sein, du musst nur jetzt schlauer sein als die anderen. Richtig. So, ich habe noch 80 Kilometer. Ich habe noch Kilometer. Da ich deinen Punkt schon gar nicht mehr sehe, bist du entweder irgendwo anders abgebogen. Nein, wir fahren beide nach Dresden. Es gibt immer nur einen Weg nach Dresden. So. Vor allem, wir sind total schnell unterwegs, das ist erst eine Viertelstunde, da müssen wir ja dann quasi noch ein bisschen frei rumpacen. Quasi Wettrennen machen. Naja, mit Einen beides Punkt auf markieren 100. und gucken, wer als erster da ist. Ja, genau, welches Navi ist schlauer? Mein Navi hat die Eco-Route gewählt. Oh, Scheiße. Du bist schon mal raus. Eco ist für'n Arsch. Mein Navi sagt, ich bin in 2 Stunden da. Mein Navi sagt, ich muss 1,54 unterbieten. Das ist immer so das, was. Aber mein Navi, das ist total lustig bei meinem Navi, was ich im Auto habe. Das rechnet irgendwie mit ein, dass ich die Geschwindigkeitsbegrenzung missachte. Okay. Ja, gut bei dem Weil. Auto. Das wäre ja dahingestellt, aber wenn ich schneller fahre, komme ich genau zu den Zeiten an, die sagt. Also das sind nur leichte Übertretungen von 20 Sachen ungefähr. Ja, aber dann rechnet er das ja, der berechnet das ja immer wieder neu. Naja, aber
Ich sehe ja, wenn ich losfahre, die Zeit und wenn ich ankomme, also und zwischendurch die Zeit, die ändert sich ja nicht großartig. Außer ich habe mal wieder irgendwie so einen Schwachmaten vor mir gehabt, der meint, einen Unfall zu bauen. Dann sagt er natürlich, schwere Verkehrsbehinderung, fahr mal woanders lang. Dann ja. Fahr mal woanders lang. Ich habe total lange gebraucht, bis ich den Umleitungsknopf bei mir gefunden habe. Den Umleitungsknopf? Ja, da jedes Mal. Gut gegangen. Ah, Scheiße! Ist er umgekippt? Nein! Doch! Nein! Ich stehe. Komm! Ja, was jetzt? Okay, jetzt bin ich umgefallen. Nein! Okay, jetzt bin ich umgefallen. Ein letztes Aufräumen. Jetzt muss er den Abschleppdienst rufen und ist dann sogar noch vor mir in Dresden. Das wäre ja lustig. Lump. Der alte Kacklump. Naja, ich repariere jetzt erstmal mit. Oh Gott. Hast du Abschleppdienst schon gerufen? Ja, ich bin schon irgendwo. Du bist schon in Dresden wahrscheinlich. Ja, erster Aufenthalt in Dresden. Ja, so kann man es halt auch machen, ne? Ja, durchaus. Wo war ich eigentlich gerade? Umleitungsknopf, genau. Ach ja, da fährst du irgendwo, da ist eine Umleitung, da fährst du da lang, dann sagt dein Navi aber, hey, du Idiot, ich habe nicht gesagt, du sollst da abbiegen, fahr mal wieder zurück. Und das hat total ewig gedauert, bis ich da mal den Knopf dafür für Umleitung gefunden habe. Okay. Oh, scheiße, er war rot. Kostet doch nix. So. Nee, nicht Warnblinker, abbiegen. So. Hä, bin ich hier richtig? Ich glaube. Ja, also ich bin in Dresden. Ja, ich bin gerade an meinem Abgabeort. Oh, jetzt hat der Hänger nochmal einen Ditcher mitgekriegt. Ein Ditcher? Ja, der ist so, ich bin gegen den Zaun gefahren und dann kam er so hinterher gehüpft. Gehüpft? Ja. So, oi, das ist natürlich jetzt... Das ist gut zum Einparken, sagst du? Ah ja, eher bescheiden, aber... Ach, so einer hier. Oh. Da kommt der Putzi. Jo. Mit der Sicht. Sehe ich natürlich meinen LKW nicht ganz. Ich lasse den Putzi erstmal einparken. Ach, du musst auch dahin. Ich dachte, du musst das weiter. Nee. So, ich hoffe, ich blockiere dir jetzt nicht die Sicht. Ich fahre mal ganz vor. So gut? Ja. Nicht wirklich. Der kommt sehr, sehr schräg. Dezent. Ist egal. Musst du da hin? Nein, natürlich nicht. Ich muss eins daneben hin. Ah, okay. So, warte, aber wenn du so stehst, dann könnte ich ja eigentlich mal ganz schnell hier mich dazwischen drängeln. Könntest du. Oh, der war zu früh, scheiße. Nur am Kurbeln hier, wow. Also wir stellen uns heute an wie die ersten Menschen. Halt, stopp! Ah, da war doch gerade abkuppeln. Und jetzt gar nicht mehr, oder was? Och Mann. Ist irgendwie der Wurm drin. So, weg das Ding. So. Hä? Nein, ich will kein Radio. Geh weg. Hast du auf R gedrückt anstatt auf T? Ja, genau, falschen Knopf. Ja. Oh, sogar noch annehmbar, wo ich ihn weggeschmissen habe. Sehr gut, so. So, dann fahre ich gleich mal weg, dass der Brutzi da gemütlich weiterparken kann. Das wäre so gut gewesen. Ach, Herrgott, ich stelle mich heute aber auch an wie so ein Dulli. So, 6 Millionen Leute schauen dir gerade beim Einparken zu. Ist okay.
Schön, wie der eine Anhänger in dem anderen verschwindet. Sieht geil aus. So. Müsste doch passen, oder? Ja. Sauber. So, ich kriege natürlich ausgezeichnet, was auch anderes sonst. Also, ne. So, Auftrag erledigt. Was machen wir denn? Ich würde sagen, ich würde ganz gerne mal noch das Fragezeichen aufdecken. Ja genau, ich decke mal das Fragezeichen schnell auf. Fragezeichen? Ja, ich habe da noch irgendwie am Ende der Straße ein Fragezeichen. Irgendwie eine Werkstatt oder irgendwas, was es halt darstellen soll. Ich komme mit. Okay. Wow! Was denn? Ich hätte beinahe schon wieder umgeschmissen. Scheiß Bordstein. Und dabei habe ich jetzt noch nicht mal irgendwie großartig irgendwas speziell gemacht. Ich bin einfach nur um die Kurve. Ja, der Bordstein ist, das LKW ist tot. Ja, der hat seinen Schwerpunkt extrem scheiße, der Laster. Oh, da ist eine Lupe, meinst du? Das ist doch gelb! Oh. Das ist kirschgrün! Das ist eine Arbeitsagentur, okay. Aber wenigstens blinke ich. Ich habe auch geblinkt. Gibt's so. Hier keinen Händler? Was ist das da? Das ist Arbeit. Ah, Aufträge. Lass mal sehen, dann 9 Minuten haben wir noch. Das rentiert sich eigentlich nicht. Nee, nicht wirklich. Wir könnten mal, warte mal, was haben wir denn in der Nähe? Also ich würde gerne von Dresden... Ach, da hat sie mich umgeschmissen. Ich war kurz vor Dresden, wo es mich umgeschmissen hat. Ja. So, warte mal. Oh, da habe ich noch ein Fragezeichen. Da fahre ich auch noch schnell hin. Wir könnten nach Leipzig fahren. Leipzig? Ja. Haben wir auch einen deutschen Ort noch, wo wir hin können? Wir könnten nach Berlin fahren, UFO besuchen. Oh ja, fahren wir nach... Wie lange dauert das? Wie viele Kilometer sind das? Nicht viel, ne? Eigentlich ist es nicht weit. Okay, ich fahre noch schnell zu dem Fragezeichen und dann können wir los. Jo. Was noch cool wäre, das hatten wir hier zwischen den Aufnahmen mal gesagt, dass hier so Funk gäbe. Das wäre richtig geil. Ja. So, ich stelle mich mal hier einfach auf den Fußweg. Warte mal, bis du kommst. Wo ist hier? Ja, da wo wir gerade waren. Okay. So, Rundumleuchte, Warnblinker, alles an. Prozessiert an. Ja. So, was habe ich hier? Ein Scania-Händler habe ich entdeckt. Nice. So, da komme ich mal zurückgeschüsselt. Wow. Ja, du und deine roten Ampeln, verpiss dich. Hast du gerade Besuch von irgendeinem anderen Laster? Das ist ja auch bei den Aufträgen, da ist er. Okay. So, du hast die Route, dann fahr schon mal los. In welche Richtung? Ach nee, das, da. Das sieht bitte noch gar nicht, oder? Ne, ich sehe da 2 blaue Punkte. Kommst du da jetzt. Biegst du jetzt gleich links ab? Ja, ich biege jetzt links dann ab. Fahr ich los. Ah, da vorne bist du. Genau. Oh, wow! Was war das? Bist du mir reingefahren? Nein. Was war denn das, Alter? Ich glaube, du hast den Bordstein erwischt. Weil auf einmal dein Heck, genauso wie bei dem anderen, ist hinten einfach hochgegangen. Übel. Das musst du dir in meiner Aufnahme angucken. Ja, mache ich. Dann gucke ich deine Folge. Hier einen Blitzer hinzustellen, hier ist doch noch... Oh. Hier ist 50. Ja, hier. Mich hat's auch erwischt. Ja, mal wegen 60, ey. Voll schlecht. Na, es sind immerhin... Jawohl, 20%. Also es sind 186 Kilometer, das ist schnell gemacht. Oh, sollte in der Regel. Ja. Wir sind jetzt auch ohne Last unterwegs. Und dann besuchen wir die UFO-Mann-Studios in Berlin. Oh ja, die UFO-Mann-Werkstätten. Also quasi Trans-UFO. UFO-Trans. Ja, UFO-Trans, so rum, genau. Und dann schauen wir mal. Vielleicht ist er in der nächsten Folge ja sogar dabei. Na, mal gucken. Wenn das intergalaktische Transport-Imperium das zulässt. Aha. Hast du gerade gebremst? Ja. Alter, wie gehst du auf deine Bremse? Ich hab's nur gehört, klack. Nö, das war, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich jetzt so wieder runtergegangen bin dann. Also. Ich steig da nicht voll drauf. Ich heiße ja nicht UFO, ne? Der einen Anker wirft, um einen Screenshot zu machen. Aber er macht's schön. Ja, das stimmt. Könnt ihr auch mal Licht anmachen? Oh.
Recht hat er. Müssen wir hier wieder runter? Ja. Naja, ich fahre dir wie gesagt einfach nach. Schön gemütlich. Ach ja, vielleicht kriegen wir irgendwann so in 2, 3 Jahren, wenn wir hier ganz, ganz viele sind, mal so eine Kolonne aus 100 LKWs zusammen. Das wäre mal cool, aber das wäre Chaos pur, glaube ich. Wieso? Es wäre nur organisiert. Dann wird Nummern gezogen, jeder schreibt sich dann eine Nummer auf ein Papier und dann weiß jeder, ich bin die Nummer 15, ich muss am Platz 15. Ja gut. Und dann willst du immer von vorne anfangen zu zählen, damit du weißt, du bist am Platz 15 oder was? Naja, da wird halt gesagt, eins fährt los, dann zwei fährt los, drei fährt los. Ach guck mal, da steht einer. Da wird sich halt hier auf einer Autobahn auf den Standstreifen gestellt und dann, ja, wird sich das, das funktioniert schon. Hab Vertrauen. Ja, ja, ich habe vollstes Vertrauen. Nur nicht in deine fahrerischen Fähigkeiten. In die leider nicht. Zumindest online. Ja. Singleplayer auch. Ich meine jetzt digital. Ja, ja, ich weiß schon. Nee, wenn es ums Organisatorische geht, da bin ich ja eigentlich immer ganz gut. Synthesizer? Synthesizer. Ja, Synthesizer. Science Fiction. So, ich mach hier einfach mal den Tannenbaum jetzt an. Oh, geh doch mal von deiner Hupe runter, ey. Besser? Schrecklich. Ja. Ameno. Ameno? Ja. Was ist denn Ameno? Ameno Dori. Da 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 da. Das kenn ich nicht. Das kenn ich nicht. Enomine ist das, glaube ich. Ja. Ach, die haben doch hier mal Dingsbums gemacht, hier die Techno-Version vom Vater und so, oder? Ja, genau. Mit irgendwelchen bekannten Stimmen, Synchronsprechern hier, Nicolas Cage und so. Nicolas Kacke? Ja, Nicolas Kacke. KG? Ja, mit Doppel-G. 74 Kilometer noch. Mal schauen, was Berlin so für uns bereithält. Die große Stadt, die große Welt. Wir vom Lande. Da siehst du wahrscheinlich diesen Berliner Fernsehturm und dann war es das. Ja, oder die sag schon. Mauer? Brandenburger Tor, das wollte ich sagen. Oh. Wollte sagen, für die Mauer ist der, glaube ich, zu neu, der Simulator hier. Das wäre auch mal was. Alt-Deutschland Truck Simulator. Wurde hier noch am Ost-West-Übergang mit irgendwelchen Stasi-Papieren dich dann voranschleichen musst. Der Todesmeilen-Simulator. Fährt man nach Berlin echt durch den Tunnel rein? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich glaube nicht. Ah. Weil ich war auch schon mal in Berlin, aber das ist schon eine ganze Zeit lang her. Ja, bei mir auch. Es war damals. Abgesehen, dass ich da gelebt habe, aber sonst. Ne, ich glaube, ich war 99 oder 2000. Irgendwie so um den Dreh rum. Auf der Love Parade damals. Hey. Ja, ich glaube, mein Kumpel und ich waren die einzigen Deppen, die im Versace-Anzug auf die Love Parade sind. Aber lustig. So, ich fahre jetzt einfach mal freihändig. Du willst doch nur wieder einen Unfall bauen, dass du dich nach Berlin porten kannst. Ja, ja. Nee, mit einer, also bei Kurven muss ich echt eine Hand mindestens am Lenkrad haben. Ernsthaft jetzt? Verstehe ich nicht. Hast du das Leitplanken-Leitsystem? Ja. Also. Links einschlagen und Vollgas geben. Oh, oh. Da steht was, oder? Ja, aber der steht auf einer anderen Spur. Ui. Oh, ich fahre hier so ein bisschen zügig durch über die Landstraße, ey. Das ist egal. Ja, nee, Alter, da hinten kommst du angeschossen. Ich sehe es im Rückspiegel. Voll gut. Erster Aufenthalt in Berlin. Way! Oh, ich werde schon runtergebremst. Oh. Ich auch. So, dann. Oh, da kommen viele, guck mal. Was ist denn hier los? Transconnect. Das sind. Guck mal, das ist eine Firma, Transconnect. Und? Ah, schade, nicht auf die Leitplanke drauf. Ufo, wo bist du? Boah!
Jo, 2% Schaden, aber dafür den MAN-Händler entdeckt. Ach, sehr gut, der hat eine Werkstatt dabei, glaube ich. Ja. Ja, sehr gut. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Ich werde mich jetzt hier schick hinstellen. Ja, genau, ich werde hier auch schnell mein Fahrzeug reparieren. Und dann stellen wir uns neben den Putzi. Ja. Gucken, wo er steht. Bist du das? Nee. Ich stehe auf der, beim MAN-Händler hinten. Ach, da hinten? Ja, genau. Mann, geh mir nicht auf den Keks, verpiss dich. So, da, 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 zup. So, kann ich gleich noch ein Screen machen? So, dann, Licht aus, Gepiepe aus, Motor aus. Arme Außenansicht. Hoch. Ja, genau. Dann mache ich erstmal ein Screening und dann können wir mich weiter abmoderieren. Mach aus den Scheiß jetzt. Du bist weg? Nee, du bist weg. Ja. Wir haben Connection to Server has been broken. Wahrscheinlich sind wir jetzt alle gerade geflogen. Okay. Na ja. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Tour. Genau, bis zur nächsten Tour. Und dann wieder mit dabei der liebe Shadow. Eventuell sogar der UFO aus den UFO-Studios. Und dann... Geht's genau, schauen wir, vielleicht kommt ja noch irgendeiner von euch da außen mit, die ihr Interesse daran habt. Genau, oder einer von euch draußen, genau. Bis dann. Jo, bis dann, tschüss. Tschüss.